Hier sind wir in Berschis. Das ist im Sarganserland an einem Südhang hier. Wenn man da ein bisschen um sich schaut, sieht man, das ist ein ziemlich steiler Abhang hier. Auf der linken Seite geht's rauf hier zu den Kurfürsten. Ein steiles Gebiet, auch mit viel Steinschlag und so. Ist aber eine wärmebegünstigte Lage hier. Die Sonne scheint hier oft heran und es hat praktisch nie oder sehr selten hier Nebel. Das heißt, es ist ein Gebiet, wo eigentlich auch Eichen vorkommen. So lichte, warme Lindenwälder. Hier sieht man eine junge Eiche da rauswachsen. Ich weiß nicht, ob der Stumpf hier unten sogar aus einem Trunk rauskommt, könnte möglich sein. Das da drüben könnte von einer alten Buche sein. Das heißt, das könnte eigentlich ein Standort sein, wo auch der Hirschkäfer hier vorkommt. Er kommt hier im ganzen Sarganserland eigentlich noch relativ häufig vor, würde ich meinen. Wir haben solche gefunden hier in Berschis, wir haben in Wallenstadt gefunden, Meldungen von Quinten, von Wesen, Bethlis und so weiter. Die ganze Seite hier hat Exemplare des Hirschkäfers. 2012 hatten wir hier das Glück, ein Weibchen zu finden, das der Start darstellte für unsere Zucht, wo wir versucht haben, den Lebenszyklus der Hirschkäfer mal zu untersuchen und wie lange das überhaupt dauert, bis so ein Tier ausgeschlüpft ist. Letztes Jahr, 2014, sind bereits erste geschlüpft. Ausgeschlüpft, jetzt sind noch weitere dazugekommen. Das heißt, wir können jetzt der Natur wieder zurückgeben, und zwar viel mehr, als wir hier entnommen haben heute, indem wir hier vier Paare von Hirschkäfern, von Berschis, wieder an die Natur zurückgeben. Die Berschiser Käfer, die sind ja relativ, wie soll man sagen, die sind klein und gedrungen, wie die Bergler halt. Das sind keine großen Tiere mit riesigen Mandibeln, das sind eigentlich solche, meistens solche Tiere. Es hat zwar auch Exemplare darunter, die ein bisschen prominentere Mandibeln haben. Aber man darf die nicht unterschätzen. Wenn die einen erwischen mit den Zangen, das tut dann viel mehr weh als von einem großen Hirschkäfer. Und wir haben jetzt gedacht, wir schauen mal, hier ist auch noch ein Ast von einer Eiche, der da runtergekommen ist. Das heißt, es könnte hier sein. Da oben sehe ich auch noch, das sind noch Eichenblätter, hier hat es noch Eiche. Das ist vielleicht ein guter Standort, um die Tiere mal auszusetzen. Da setze ich mal das Männchen hier an diese Rinde, dann kann nämlich nachher darauf spazieren, eventuell da ein Weibchen treffen. Und die Weibchen haben wir da auch dabei. Die sind jetzt hier auch in dieser Kiste drin. Und da wollen wir mal diese vier Paare hier aussetzen. Da ist ein schönes Weibchen hier. Voilà. Lucanus Cervus Cervus von Berschis, eine Schweizer Unterart. Hier setzen wir die gleich daneben, das Männchen. Voilà. Mal schauen, wo die hingehen. Hier in diesem Buchenholzstück ist alles voll mit Löchern von solchen Tieren. Sieht auch hübsch aus, wenn die darauf krabbeln. Noch ein Männchen, ein kleines hier. Das ist noch fast mehr Miniatur noch als das andere. Aber die sind einfach wiff und die Temperaturen sind jetzt relativ tief. Es ist ja der längste Tag des Jahres. Aber es ist relativ kühl hier, aber den Tier macht das nicht groß Eindruck. Die versuchen darauf zu krabbeln. In ihre Freiheit. Nachdem sie als Larven bei uns jetzt 2,5 Jahre gelebt haben. Ein Männchen besteigt hier, versucht hier schon das Weibchen zu besteigen. Mal schauen, ob ich da festhalten. So wird es wahrscheinlich auch in der Natur gehen. Dass die Weibchen dann den Männchen, die Männchen den Weibchen dann folgen. Ja, ist noch einer da runtergefallen. Wenn wir die hier zusammensetzen, gibt es vielleicht hier gerade mal noch ein hübsches Paar oder sowas davon. Das ist ein bisschen ein größeres Männchen da noch. Der hier. Nach dem setzen wir jetzt da aus. Du darfst wieder zurück in deine Heimat. He? Voilà.
da ist noch ein Weibchen. Ich habe also 8 Tiere zurückgegeben an die Natur, 4 Weibchen, nachdem wir ein Weibchen hier entnommen haben, vor 3 Jahren. Von diesem ersten Weibchen haben wir dann über 30 Eier gehabt und von der nächsten Generation nochmals über 100. Das heißt, die haben sich hier in Freier, bei uns in Zucht, haben sich prächtig vervielfältigt, kein Problem für Leute, die gerne Hirschkäfer züchten. Ups. Also gut, das war's. Nächste Station, wir haben noch mehr Tiere. Die setzen wir dann aus in Wallenstadt. Das ist der Standort, wo wir eine Meldung auch erhalten haben vor 3 Jahren, dass dort Tiere zu finden sind. Bei der Beachvolleyballanlage. Wir werden mal schauen, wie es dort aussieht. Jetzt hier in Wallenstadt, auch am Südhang, ein Stück oberhalb des großen Spielplatzes. Da unten sieht man auch den See. Hier fanden wir auch vor 3 Jahren ein Männchen auf einem abgeschnittenen Holzstamm von einem Parkbaum da unten. Die Art ist nicht ganz klar. Und auch hier setzen wir jetzt als Rückgabe sozusagen an die Natur unsere nachgezüchteten Tiere aus. Es sind hier 6 Männchen und 2 Weibchen. Und vermutlich werden die jetzt dann hier, sobald die da ein bisschen in Deckung gegangen sind, die werden jetzt da wegkrabbeln. Ja, sobald es ein bisschen wärmer wird, jetzt ist es so um 15, 16 Grad, werden die dann auch wieder auf Betriebstemperatur kommen, um da runterzufliegen und vielleicht sich dann zu paaren da unten auf einem der Bäume, wo wir ja so ein Männchen auch gefunden haben. Da ist ein Weibchen noch, die werden wir auch da hinsetzen. Dann können die dann hier wegkrabbeln und sich da paaren. Und sich hoffentlich fleißig vermehren, dass wir hier am Walensee auch in Zukunft so viele schöne und große Hirschkäfer finden, wie die wir hier sehen. Es sind ja nicht immer die Riesen, die da entstehen. Manchmal in den Zeitungen sieht man auch die Großen, aber im Durchschnitt hat es auch viele relativ kleine Männchen da drunter. Ja, so haben wir eine prächtige Zahl zurückgegeben an der Natur und auch gezeigt, dass es relativ einfach ist, die zu züchten. Danke fürs Zuschauen.